A while back, there was this stupid idea of switching to emulated PLCs, and everyone was like, why would you use a PC? That's stupid. You got a whole new class of bugs that you didn't have before. Well, it was a question of time. Now we have a whole new class of bugs right on the PLC. And our next two speakers will be presenting a worm that is living on such Siemens PLCs. It doesn't need any PC or x86 architecture to spread. It just, well, noms away on your infrastructure while you're watching. Please give a warm welcome and applause to Mike Brüggemann and Ralf Spannenberg. Ja, hallo. Sorry für die leichten technischen Probleme. Man sieht vielleicht auch schon an der Folie, wir haben hier gekämpft mit 16:9 und 4:3. Die Präsentation ist in 16:9, der Laptop gibt momentan 4:3 raus. Dadurch werden die Folien ein wenig kleiner. Ich hoffe, wir können alles sehen, was wir sehen wollen zwischendurch. Ich werde einfach jetzt erstmal die Einleitung so ein wenig machen. Mein Name ist Ralf Spannenberg, neben mir steht Mike Brüggemann, Hendrik, der dritte Sprecher konnte leider nicht kommen, weil er krank ist und uns wahrscheinlich jetzt von zu Hause aus zuschaut per Livestream. Wir sind eine kleine Firma, der eine oder andere mag mich kennen, ich habe ein paar Bücher geschrieben früher mal, ich habe sehr viel Schulung gegeben. In den letzten, 5 bis 10 Jahren hat sich unser Geschäftsmodell immer weiter wegbewegt von dem klassischen Training. Und wir machen sehr viel Beratung im Sicherheitsbereich, klassisch immer noch viel Linux-Security, aber inzwischen auch sehr viel Widerstandsanalysen, ich mag das Wort Pentesting eigentlich nicht, Widerstandsanalysen im Bereich Embedded-Systeme, im Bereich Industriesteuerung auch, darüber sprechen wir ja heute, und eben auch RFID-Systeme, also Transponder. Da wird ein anderer Mitarbeiter vorne morgen mit mir zusammen noch einen Vortrag drüber halten. Und das so kurz zu uns. Worüber reden wir heute? Wir reden heute über Industriesteuerung. Und wir haben uns vor etwa 1,5 Jahren einfach mal eine Familie rausgepickt, mit der wir uns ein bisschen näher beschäftigen wollten, weil es das einfach uns interessierte. Mike hat damals seine Bachelorarbeit bei mir auf dem Thema auch gemacht. Das ist jetzt schon 2 Jahre her, ne? Und das war eine recht kleine, recht preiswerte Industriesteuerung, das ist eine S7, also eine aktuelle Serie von Siemens, und zwar ein 1200er Modell. Diese Geräte kriegt man für 120 Euro. Das ist also jetzt nichts wahnsinnig Teures. Die Geräte verfügen dann in Abhängigkeit des Modells über ein bisschen Arbeitsspeicher, ein bisschen dauerhaften Speicher, also persistenten Speicher, Flash-Speicher, haben alle eine eingebaute Ethernet-Schnittstelle, und wir haben uns das Modul angeschaut mit einer Firmware Version 3, also Siemens bringt regelmäßig neue Firmwares raus für diese Geräte, und die wird dann programmiert mit einer Software, die nennt sich TIA Portal in der Version 11. Das ist für die, die vielleicht früher schon mal S7s programmiert haben, die moderne Variante von der Step 7 Software. Und auf der Basis haben wir halt uns damit beschäftigt. Wir haben versucht, dort Schwachstellen zu finden. Wir haben versucht, dort Programme zu schreiben, die es erlauben, Designschwächen aufzuzeigen, vor allen Dingen das, also Designschwächen in den Netzen, die dann, oder in den Industrieanlagen, die damit gebaut werden. Um das Ganze jetzt so ein bisschen zu verstehen, will ich noch ein bisschen Hintergrundwissen zu diesen PLCs geben, weil die ganz anders funktionieren als das, was man von einem normalen Computer heutzutage so kennt. So eine PLC kommt halt mit einer Firmware, oder so eine SPS, so eine speicherprogrammierbare Steuerung, wie es ja in Deutsch heißt, kommt mit einer Firmware, die wird ausgeliefert vom Hersteller. Und da sind eigentlich alle Hersteller gleich, ob es jetzt also Mitsubishi ist, Schneider ist, Siemens ist vollkommen egal. Und der Anwender programmiert dann ein Stück Software, was dann die Maschine steuert, tatsächlich die Maschinensteuerung übernimmt. Also zum Beispiel vielleicht eine Verkehrsampel steuert oder einen Webstuhl steuert oder eine Zentrifuge oder Klimaanlagen oder sonst irgendetwas. Wie funktioniert das dort intern? Nun, es ist so, dass die Systeme immer zyklisch arbeiten. Das heißt, die Firma der SPS liest ihre Ein- und Ausgänge. Wir werden gleich nochmal sehen, wie so eine SPS aussieht. Wir haben hier 4 mitgebracht. Da schauen wir uns gleich auf der Kamera an. Die liest ihre Ein- und Ausgänge. Dann führt die einmal einen Zyklus des Programms durch.
Und am Ende führt sie dann noch einige Aufräumarbeiten durch, kommuniziert vielleicht mit der Außenwelt via Ethernet, was auch immer. Und dann beginnt der nächste Zyklus. Das heißt, das Ganze wird zyklisch abgearbeitet. Wir haben also jetzt nicht irgendwie eine objektorientierte Programmierung dort. Wir können auch keinen großartigen Einfluss nehmen und diesen Zyklus irgendwie stoppen, anders ablaufen lassen oder so etwas, sondern es ist immer einfach ein Zyklus, der durchlaufen wird. Die maximale Zykluszeit liegt bei den Geräten, die wir uns angeschaut haben, bei 150 Millisekunden. Das heißt, sobald ein Zyklus länger dauert, erkennen diese Geräte einen Fehler, reagieren darauf ein wenig anders und halten sich dann unter Umständen noch an, etc. Das kommt dann so ein bisschen auf die Programmierung an, auf die Einstellung an. Um so ein bisschen zu verstehen, wie die Programmierung dann dahinter funktioniert, das Ganze wird in Blöcken programmiert. Das ist so eine Sprache, die sich dort bei der Industriesteuerung eingebürgert hat, dass man von Organisationsblöcken spricht. Das sind so die Einstiege in das Programm, was ich zyklisch ausführen möchte. Und so vergleichbar vielleicht mit einer Main-Funktion bei C, wenn man so möchte, der Einsprung ins Programm. Dann haben wir Funktionsblöcke, das ist vielleicht am ehesten vergleichbar mit einer Klasse, die genau über eine Methode verfügt. Es gibt auch noch Funktionen, der wesentliche Unterschied zwischen einem Funktionsblock und einer Funktion ist, dass der Funktionsblock semi-persistenten Speicher hat. Das heißt, bei einer Funktion ist es so, dass wenn eine Funktion in einem Zyklus aufgerufen wird, sämtliche Informationen, die sie dort verarbeitet hat, im nächsten Zyklus nicht mehr zur Verfügung stehen. Während einem Funktionsblock kann ich dann eben in meinem eigenen lokalen Speicher dort mit Sachen merken. Ich kann zum Beispiel die Anzahl der Zyklen mitzählen. Ja, das ist so einer der Unterschiede zwischen einer Funktion und einem Funktionsblock. Funktionen und Funktionsblöcke werden von dem Programmierer, dem Anwender selbst geschrieben. Der Hersteller bringt üblicherweise aber immer auch noch eigene Funktionen mit, am ehesten vergleichbar vielleicht mit einer Bibliothek, die ein Hersteller zur Verfügung stellt, einer API. Und da gibt es dann auch System Function Blöcke oder Blocks und System Functions. Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, so eine Art Datenbank anzulegen oder einfach einen globalen Binary Blob zu nutzen. Es gibt halt Speicher, auf denen ich eben zugreifen kann, indem ich beliebige Daten speichern kann. Und vielleicht am ehesten so vergleichbar mit der Global Memory. Das nennt man dann einen Data Block. Okay, programmiert wird das Ganze in unterschiedlichen Sprachen. Es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Sprachen, mit denen ich so eine SPS programmieren kann. Das ist teilweise der Herkunft geschuldet. Das heißt, es gibt Elektriker, die eine SPS programmieren. Die programmieren die dann unter Umständen als Ablaufdiagramm oder auch als elektrischen Schaltplan. Im TIA-Portal, das wird dann grafisch dort aufgemalt, dann kriegt man Compile und dann fällt da unten meine Software raus, die ich dann direkt auf die SPS draufschreiben kann. Ich habe dann also einen Schaltplan gemalt und habe gesagt, wenn da an dem Eingang eine 1 anliegt, an dem Eingang eine 1 anliegt, soll da unten an dem dritten Eingang auch eine 1 anliegen. Man kann die auch in einer Programmiersprache, so wie wir sie kennen, programmieren. Die nennt sich dann Structured Text. Das ist das, was wir gemacht haben, weil das andere war uns irgendwie ein wenig abstrus. Fehlt einem die Erfahrung zu. Das ist einfach. Aber es gibt gute Anwendungsgründe dafür. Ne? Also auch das ist bei allen Herstellern eigentlich gleich. Ne? Also jeder Hersteller unterstützt auf die Art und Weise die Programmierung. Was wollten wir jetzt machen oder was haben wir gemacht? Wir haben einen Wurm geschrieben. Was ist jetzt das Besondere an einem Wurm? Würmer kennen wir aus der PC-Welt zuhauf. Das Besondere an diesem Wurm ist, dass dieser Wurm, nachdem wir ihn einmal infiziert haben in einer SPS, wir haben hier 4 Stück mitgebracht, nachdem wir ihn in die erste SPS infiziert haben, wir den Rechner abziehen können und er sich selbstständig auf die anderen SPS verbreitet. Die anderen SPS also findet, sie angreift, infiziert und dann sich selbst dort draufschreibt und sobald er draufgeschrieben ist, sich selbst aktiviert und dann auch wieder weitere SPS angreift. Das werden wir gleich demonstrieren. Wir werden auch demonstrieren, dass der Wurm, der dann tatsächlich sich selbst weiter verbreitet hat, sich dann noch weiter verbreiten kann. Das ist im Grunde eigentlich vollkommen klar, wenn man sich es richtig überlegt. Denn eigentlich sind das ja nur Computer, PCs, auf denen ein Programm läuft. Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass das bei fast allen Industriesteuerungen funktionieren wird, die man sich anschauen könnte. Es kommt immer darauf an, inwieweit der Hersteller dort noch Abwehrmechanismen eingebaut hat, die so etwas verhindern.
Beim Hersteller Siemens ist es zum Beispiel so, das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen, er hat eine Maßnahme, die das verhindern kann und mit der ich das tatsächlich dafür sorgen kann, dass das nicht möglich ist. Sie ist halt nur per Default, vor allem bei diesen älteren Geräten, diese Geräte sind jetzt etwa 2 Jahre alt, ist das eben per Default nicht aktiv. Das heißt, das muss der Anwender dann halt von sich aus einschalten. Und wenn das nicht tut, dann besteht eben dieses Problem. Gut, ganz kurz, was brauche ich für einen Wurm? Ich muss natürlich irgendwie meine Ziele finden. Der Wurm muss dann sich selbst verbreiten. Ich brauche also irgendwie einen Übertragungsmechanismus, der dort genutzt werden muss. Dann muss er sich selbst auf dem Zielsystem aktivieren. Und dann wollen wir natürlich auch vielleicht mit dem Wurm noch irgendwas machen. Also der Wurm soll ja so eine Art Payload, ein bisschen Schadcode vielleicht oder so etwas mitbringen. Was wir gemacht haben, ist eine Funktion, die wir... Ja, ich nehme es nicht vorweg. Schauen wir uns das am Ende an. Das würde jetzt zu viel verraten. Okay, das so zum Hintergrund der PLCs etc. Und jetzt übergebe ich an Mike und Mike wird ein bisschen weiter erzählen. Ja, vielen Dank, Ralf. Genau, also wenn wir Ziele finden wollen, brauchen wir natürlich erstmal ein Merkmal, an dem wir andere PLCs erkennen können. Und bei Siemens-Anlagen ist das der Port 102. Dieser Port ist immer offen, den kann der Benutzer nicht abschalten. Und wenn wir irgendwo im Netzwerk also einen offenen Port 102 finden, ist das mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine Siemens PLC. Und die Idee, die wir dann hatten, ist einfach, einen Portscanner zu implementieren in der Programmiersprache, die wir eben gesehen haben, die Structured Text. Dafür gibt es dann 2 Funktionen. Eine baut TCP-Verbindungen auf, die andere baut die wieder ab. Und wir können uns einfach mal anschauen, wie wir sowas implementieren. Wir sehen hier oben in Türkis diese Funktion, die also eine Verbindung aufbaut. Wir haben hier verschiedene Übergabeparameter, da können wir abfragen, ob die Funktion erfolgreich war oder nicht. Und im Wesentlichen hier unten übergeben wir die Ziel-IP-Adresse und den Port. So als Informatiker würde man jetzt erwarten, dass wir die Funktion aufrufen. Und sobald sie fertig ist, kommt sie halt zurück und sagt uns, ich habe erfolgreich eine Verbindung aufgebaut oder es gibt halt eine Fehlermeldung, es hat nicht geklappt. Bei den PLCs funktioniert das jetzt ein bisschen anders. Wir hatten eben gesagt, wir haben eine Zykluszeit von 150 Millisekunden, die dürfen wir natürlich nicht überschreiten, auch nicht beim Verbindungsaufbau. Deswegen ist diese Funktion asynchron. Ja, das heißt also, wir laufen in jedem Zyklus einmal dieses ganze Konstrukt durch, kommen immer von oben rein, rufen einmal diese Funktion auf und mit jedem Zyklus fragen wir dann wieder, hast du es geschafft, hast du es geschafft? Wenn ja, haben wir ein Ziel gefunden und wir wechseln an eine andere Stelle in unserem Programmcode, wo der dann weiter den Virus oder den Wurm ausführen kann. Ein Problem, was wir jetzt noch haben, ist, dass es keinen Timeout bei dieser Funktion gibt. Das heißt also, wir kriegen nicht mit, dass da vielleicht gar kein Ziel ist, was wir angreifen wollen. Dazu müssen wir es einfach selbst implementieren, das ist relativ einfach. Wir gehen einfach hin und zählen die Zyklusse mit, wie oft sind wir schon an dieser Funktion vorbeigekommen und beim Höchstwert sagen wir, okay, in diesem Fall ist es 200, sagen wir, das wird nichts mehr, wir bauen die Verbindung wieder ab. Wichtig ist jetzt hierbei zu verstehen, dass man, auch wenn die Verbindung nicht aufgebaut wurde und diese Funktion, das ist jetzt die Funktion, die die Verbindung abbaut, die wird dann mit einer Fehlermeldung sogar zurückkommen und sagen, ich konnte ja gar keine Verbindung abbauen, ich habe keine aufgebaut. Muss man trotzdem machen, wir müssen einfach die Ressourcen wieder freigeben, weil die Funktion sonst einfach im Hintergrund immer weiter versuchen würde, eine Verbindung aufzubauen. Nachdem wir dann also entweder ein Ziel gefunden haben oder keins, können wir einfach hier unten eine IP-Adresse hochzählen. Wir zählen hier einfach ein Byte der IP-Adresse, das letzte Byte hoch. Wir scannen also in unserem Beispiel ein 24er-Netz nach PLCs ab. Hier kann man jetzt sich natürlich auch was ganz anderes überlegen, also eine Liste von Zielen hier reintun oder ganze Subnetze oder mehrere Subnetze abscannen. Genau. Das war es dann eigentlich schon mit der Zielfindung. Das heißt, man kann einen Portscanner implementieren mit den beiden Funktionen, die ich gerade erklärt hatte. Und das Nächste, was wir uns natürlich überlegen müssen, ist, wie kriegen wir den Wurm eigentlich auf die PLC drauf, also der Programm-Download. Und dazu muss man wissen, dass der Programm-Download normalerweise über TCP funktioniert bei diesen PLCs
Und naja, wenn es Funktionen gibt, um Verbindungen aufzubauen, dann gibt es auch zwei Funktionen, um zu lesen und zu empfangen. Und die Idee war jetzt einfach, warum implementieren wir nicht wieder in dieser Programmiersprache des PLCs einfach das Protokoll, mit dem wir normalerweise die PLC-Programme herunterladen. Die Herausforderung dabei ist, das Protokoll zu verstehen erstmal, was da diesen Download macht. Wir sehen hier rechts den Protokoll-Stack. Unten TCP-IP, das dürfte relativ klar sein. Darüber kommen zwei weitere Transportprotokolle, auf die werde ich jetzt nicht eingehen. Die sind im Internet dokumentiert. Wer das interessiert, kann sich da noch mal ein bisschen einlesen. Oben das Protokoll S7.com Plus nenne ich das. Das ist das Interessante. Das macht den eigentlichen Download des Programmes zu den Eigenschaften. Es ist binär und proprietär, das heißt, man weiß darüber sehr wenig. Es gibt keine offizielle Dokumentation von Siemens. Es unterscheidet sich auch stark zu dem alten Protokoll, was wir bei PLCs wie S7300 oder den S7400ern gesehen haben. In der neuesten Firmware-Version wurde das sogar wieder noch ein bisschen verändert. Das heißt, aktuell funktioniert der Virus nicht auf den allerneuesten Firmware-Versionen. Aber es hat dann halt genau diese Features, die wir halt wollen. Einmal den Programm Transfer, wir müssen die CPU starten und stoppen, dazu sage ich gleich noch was. Und es bietet auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel das Verändern von Eingängen oder Ausgängen über die Netzwerkschnittstelle. Da möchte ich einfach ein bisschen was zu dem Protokoll sagen. Was wir jetzt hier sehen, ist einfach eine Wireshark-Aufzeichnung von der ersten Nachricht, die von dem TIA-Portal, also der Entwicklungsumgebung, an den PLC gesendet wird. Die sagt einfach sowas wie, hallo, ich bin das TIA-Portal, ich möchte gerne mit dir reden. Wir sehen hier den Aufbau. Wir haben zunächst die beiden Protokolle, wo ich jetzt nicht so viel zu sagen werde. Danach folgt immer ein Byte 72. Danach kommt eine grüne Versionsnummer. Je nach Firmware-Version des PLCs sehen wir 1, 2 oder 3. Danach folgt ein Längenfeld, kennt man auch, muss irgendwie sein in so einem Netzwerkprotokoll. Das geht allerdings nicht bis zum Ende, sondern hier danach folgt immer noch so eine Begrenzung, die uns sagt, dieses Frame ist zu Ende. Wenn das fehlt, dieses Endframe, dann wissen wir, dass einfach noch mehr Daten im nächsten Datenpaket folgen werden. Es gibt einen Typ, da wissen wir, ob das eine Anfrage oder ein Request ist. Es gibt ein paar Nullbytes. Es gibt einen Subtyp, der beschreibt einfach den weiteren Aufbau der Nachricht und eine Sequenznummer. Wenn man sich das dann so weiter anguckt, fehlen jetzt noch eine ganze Menge Bytes und wenn man sich, wenn man lange genug auf die Bytes guckt, dann stellt man fest, dass immer so A3 Bytes auftauchen. Die tauchen häufig gruppiert auf und sind irgendwie verdächtig gewesen. Und dann haben wir uns die ein bisschen genauer angeguckt und so eine A3 leitet immer einen sogenannten Attributblock ein. Jeder Attributblock hat auch wieder einen Aufbau. Wir sehen also als zweites Argument hier eine ID, die beschreibt, um was für einen Wert es sich handelt. Danach wissen wir nicht so genau, da steht meistens 0, das ist wahrscheinlich irgendeine Formatangabe. Dann folgt der Datentyp, in dem Fall ist es jetzt hier ein String, deswegen braucht der String auch noch eine Länge. Und danach folgt der eigentliche Wert, der jetzt hier mit dem Protokoll übertragen werden soll. Ein bisschen komisch sind die Nummern, wenn man da zuerst mal vor dem Protokoll sitzt und versucht, das Ganze zu verstehen, dann passen die ganzen Längenangaben nicht, weil die Nummern werden etwas komisch kodiert in diesem Protokoll. Wir sehen also hier zum Beispiel diese Nummer 8169. Wenn wir das hier unten angucken, dann ist hier im ersten Byte das erste Bit gesetzt und das sagt uns, es folgt noch ein weiteres Byte für diese Nummer. Also das heißt, Nummern haben eine variable Länge von den Bytes. Wenn man das einmal verstanden hat, dann versteht man auch sehr viel von dem Protokoll und es ist wichtig einfach für das Grundverständnis, damit man später Informationen verändern kann. Jetzt sehen wir die zweite Nachricht. Wir haben also gerade die Nachricht gesendet, ich möchte gerne mit dir reden. Jetzt wird der PLC antworten und sagen, okay, ich will auch gerne mit dir reden. Und das Einzige, was uns eigentlich an dieser Nachricht interessiert, ist hier, ich glaube, das ist das 25. Byte. Das ist ein zufälliges Byte. Bei jedem Verbindungsaufbau wird das zufällig gewählt. Und das ist wahrscheinlich ein einfacher Replay-Schutz, dass wir nicht einfach was mit Wireshark aufzeichnen können und das Ganze anschließend wieder abspielen können. Deswegen müssen wir Folgendes machen, wir gucken uns dieses Byte an, flippen das erste Bit, also addieren 80 Hexadezimal drauf und das Ergebnis müssen wir jetzt einfach in allen unseren weiteren Nachrichten, die wir senden wollen, an das 23. Byte tun.
Und jetzt können wir wieder hingehen, einfach alles aufnehmen, was die Kommunikation ist, also zum Beispiel zwischen dem TIA-Portal und dem PLC. Wenn wir einfach nur diesen Schritt hier beachten, können wir einfach wieder alles abspielen und wir können gucken, wie die PLC reagiert oder Programme hochladen oder was wir auch immer wollen. Dann sicherlich für unser Dings eine wichtige Nachricht, das ist die Download-Block-Nachricht. Der gleiche Aufbau, den ich eben schon beschrieben habe, es kommen halt nur noch zwei wichtige Informationen dazu. Das eine ist der Block-Typ. Wir hatten die gerade schon kurz gesehen in dieser Liste. Es gab da 5, 6 verschiedene. Und die Blocknummer. Die Blocknummer ist einfach so eine Art Speicherplatz. Da sagt man Speicherplatz 1, 2, 3, je nachdem, wie viele Blöcke man downloaden möchte. Was man so danach folgen, wieder ganz viele Attributblöcke. Diese Nachricht ist ziemlich lang. Und wir sehen jetzt hier einfach mal so ein paar Attributblöcke, die da in so einer Download-Nachricht drin sind. Das ist zum Beispiel sowas wie, wann das Programm das letzte Mal verändert wurde. Wir sehen hier, in welcher Programmiersprache das programmiert ist. Wir sehen den Code zum Beispiel, das ist das, was die PLC wirklich ausführt. Genau, und ein Teil dieser Attributblöcke sind halt für den PLC wirklich wichtig, weil er halt den Bytecode zum Beispiel braucht, damit er das Programm ausführen kann. Andere werden aber nur für das TIA-Portal auf dem PLC gespeichert, damit man einfach das Programm wieder zurückholen kann, auch wenn man das nicht mehr auf dem Computer hat. Das heißt also, als Ingenieur kann ich mich immer mit dem PLC verbinden und sagen, sag mir, was sind da gerade für Programme drauf? Und ich kriege eine Liste mit allem, was da drauf ist, inklusive Quelltext und alles, was ich gerne möchte. Genau, jetzt kann man sich hier ein paar Sachen überlegen, was uns relativ, was einem Angreifer helfen kann. Das erste ist, dass wir Datenredundanz haben. Ja? Ich hatte gesagt, hier ist dieser Speicherplatz, Stelle 1, die Blocknummer. Die Blocknummer wird aber auch nochmal als ein Attribut selbst übertragen, an einer anderen Stelle später in dieser Nachricht. Und ja, diese Information liegt jetzt zweimal vor und die Frage ist, welche dieser beiden Informationen wertet Siemens jetzt aus? In ihrem PLC oder in ihrem TIA-Portal. Und da kann man sagen, beide. Zum einen, die PLC nimmt das hier als Speicherplatz und ich kann ja zum Beispiel sagen, speichere doch mal diesen Block an Stelle 537, dann wird sie das tun, sie wird auch diesen Programmblock ausführen. An dieser Stelle verändere ich diese Zahl aber einfach nicht. Ich lasse sie zum Beispiel auf 1. 1 wird es höchstwahrscheinlich geben, weil das TIA-Portal einfach von 1, 2, 3 anfängt, die durchzunummerieren. Und das erlaubt mir jetzt, Code auf dieser PLC zu verstecken, weil in dem Augenblick, in dem zum Beispiel ein Ingenieur sagt, hier ist irgendwas komisch auf dieser PLC, schauen wir mal drauf, was arbeitet die eigentlich, was macht die eigentlich, was sind da für Programme drauf, dann wird sie hingehen, kriegt alle Programmblöcke geliefert von der PLC und hat jetzt plötzlich aber zweimal diesen Block 1. In Wirklichkeit ist das natürlich nicht, in Wirklichkeit ist der auf einer anderen Stelle gespeichert innerhalb der PLC. Aber das TIA-Portal weiß da nicht so richtig, was es tun soll und zeigt einfach nur noch einen an. Und so können wir halt einfach Teile unseres Codes verstecken auf der PLC. Eine andere Sache, auch wieder Datenredundanz. Der Code wird in zwei Varianten gespeichert. Einmal haben wir so ein gezipptes XML. Wir sehen hier wirklich, da sind Kommentare und sowas mit drin. Das heißt wirklich, wenn der Ingenieur hingeht, der bekommt den Original-Quelltext wieder aus der PLC raus, wenn er das möchte. Und wir brauchen natürlich irgendeinen Bytecode, den die PLC dann wirklich ausführt. Jetzt kann ich aber, wenn ich weiß, wie ich was herunterladen kann, diesen XML-Text gegen was Beliebiges austauschen. Also das irgendwas, was harmlos aussieht, was so aussieht, als wenn es so sollte. Und in Wirklichkeit führt die PLC einfach irgendeinen anderen Code aus. Der Ingenieur wird das niemals sehen, was wirklich ausgeführt wird. Das ist natürlich ein ganz nettes Feature für so einen Wurm. Dann... Was man auch noch wissen muss, ist, man kann ein paar einfach dieser Blöcke weglassen. Zum Beispiel diesen XML-Quelltext, den muss man da auch nicht unbedingt mit reintun, ist auch ganz gut. Da muss ich den nicht unbedingt mit ausliefern, der muss mir auch nicht mal was ausdenken. Vor allen Dingen, was uns das hilft, ist, es reduziert die Menge einfach der Daten, die wir runterladen müssen. Genau, an diesem Punkt haben wir dann so viel verstanden. Wir wissen ungefähr, wie so eine Nachricht aussieht. Wir können Längenfelder berechnen, damit wir uns eigene Nachrichten ein bisschen erstellen können. Wir haben diesen Anti-Replay-Mechanismus verstanden.
Und was man jetzt eigentlich machen muss, ist den Programm-Download mit Hilfe des TIA-Portals einfach zu implementieren. Das ist einfach ein bisschen Fleißarbeit, das muss man einfach machen. Und was man dann macht, ist, man lädt den Virus runter. Jetzt gehen die ganzen Nachrichten und das fertige Programm wird runtergeladen. Und wir nehmen uns das jetzt und speichern diese Nachrichten, die wir gerade runtergeladen haben, einfach in diesen Datenblöcken, die wir zur Verfügung haben, ab. Genau. Danach laden wir das Ganze einfach mit unserem eigenen Tool wieder hoch. Jetzt können wir das natürlich nicht mehr mit dem TIA-Portal machen und infizieren damit dann den PLC. Den ersten PLC, ne? Also genau. Es geht ja darum, den ersten PLC müssen wir irgendwie infizieren. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben den Wurm komplett geschrieben, haben den Wurm damit im TIA-Portal, haben das draufgeschrieben, haben Wireshark mitlaufen lassen und einfach die Daten mitgesnifft und das dann im Grunde dann eben mit dem Wissen, was wir hatten, angepasst und sozusagen in den Wurm dann wieder selbst reingebaut. Und das dann, genau. Ja, das werden wir jetzt gleich sehen. Genau. Dann haben wir die ersten zwei Funktionen fertig. Was da noch fehlt, sind die letzten beiden. Die Frage ist, wie aktivieren wir das Programm? Wir haben es runtergeladen, aber wie führen wir es aus? Und da kommt uns einfach eine Funktion des PLCs zu Hilfe. Wir hatten gesagt, dass so ein OB so eine Art Main-Funktion ist. Bei diesen PLCs ist es so, dass es halt mehr als eine Main-Funktion geben kann. Man lädt also einfach einen zweiten OB herunter, die PLC sieht das dann, dass der da ist und führt den einfach danach aus. Das Gute dabei ist, das Originalprogramm, was auf dem PLC drauf war vorher, wird einfach weiter ausgeführt. Genau, ist also built-in, müssen wir nicht viel tun. Dann haben wir noch die Payloads zum Schluss, da kann man sich also überlegen, was man möchte. Denial of Service ist eine Möglichkeit, das heißt, wir können den PLC stoppen, wir können die Ausgänge manipulieren, wie wir das dann möchten. Wir haben natürlich immer noch die TCP-Funktion zur Verfügung, das heißt, wir können eine Verbindung zum Command and Control Server aufbauen, man kann ein Proxy implementieren, man kann eigentlich machen, was man möchte, man hat die ganze Programmiersprache zur Verfügung. Genau, und damit haben wir eigentlich alle vier Punkte abgearbeitet und der Virus müsste dann funktionieren. Und dafür haben wir jetzt eine Demo vorbereitet. Ich werde mit meinem Laptop der Angreifer sein. Wir werden den ersten PLC infizieren, danach werde ich meinen Laptop abziehen und der Virus wird sich unter diesen vier Siemens-Steuerungen ausbreiten und danach werden die alle wieder zu meinem Computer zurück eine Verbindung aufbauen zum Command and Control Server. Genau, das schauen wir uns jetzt mal an. So, sobald wir das Bild haben. Hier haben wir vier PLCs. Das hier sind diese PLCs, die wir hier sehen. Ich kann mal ein bisschen näher rangehen. Oder hier. So sehen die aus. Man hat hier halt die Ethernet-Schnittstelle. Dann sind hier Eingänge und Ausgänge. Und hier oben kommen dann die 220 Volt rein. Man hat noch mehr Ein- und Ausgänge. Davon haben wir vier Stück zusammengebaut. Und ich ziehe jetzt mal von dreien die Ethernet-Schnittstelle ab, sodass die erstmal nicht verbunden sind. So, jetzt habe ich also drei abgezogen. Die vierte ist über den Switch, den wir hier oben sehen, mit dem Laptop verbunden. Und Mike wird jetzt eben den Wurm injizieren. Genau, also das Erste, was ich jetzt einfach mal mache, ist, ich starte den Command and Control Server, dann können die sich da direkt hin verbinden. Also, der läuft jetzt und wartet auf Verbindung. Im nächsten Schritt habe ich jetzt hier einfach ein Skript geschrieben, das wird jetzt den Virus initiieren, den ersten PLC infizieren. Dazu muss ich jetzt die IP-Adresse der PLC angeben. Na, so. Die muss man wissen. Und jetzt läuft das hoffentlich. Der Virus wird jetzt Die PLC ist schon ausgeschaltet, der Virus wird gerade hochgeladen. Jetzt läuft die PLC wieder, wir sehen keinen Unterschied an dem Programm, das ist also überall dieses Lauflicht, was dort drauf läuft, das heißt, das Originalprogramm läuft weiter, obwohl der Virus jetzt aktiv ist. Du müsstest sehen, dass im Command-Control-Server wir schon eine Verbindung haben. So, die erste PLC hat sich schon zu uns zurückverbunden. Was wir jetzt machen ist, wir ziehen den Laptop ab. Ich ziehe den jetzt einfach ab. Genau, der Laptop ist abgezogen. Und ich stecke eine zweite PLC dran. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu lange gewartet, sonst müssen wir eine Weile warten. Jetzt wird diese PLC diese angreifen. Das heißt, wir werden hier gleich dasselbe sehen. Die wird ausgeschaltet werden. Also die ist schon am Scannen. Die wird ausgeschaltet werden.
Das ist jetzt nur eine Frage der Zeit. Da ist er ausgeschaltet. Wir sehen, das Lauflicht steht. Jetzt wird der Virus hochgeladen. Da sehen wir natürlich, da läuft sie schon wieder. So. Jetzt ist ja, das war ja die, die wir ursprünglich infiziert haben. Damit wir jetzt sehen, dass nicht die das alles macht, ziehe ich die jetzt ab. Die ist abgezogen, die hat jetzt keine Netzwerkverbindung mehr. Und ich stecke die anderen dran. Das heißt, der Wurm, der sich schon hierhin weiter verbreitet hat, die ist schon aus. Die läuft schon wieder. Und jetzt muss die unten auch gleich kommen. Wir haben die in den IP-Adressen so gespaced, dass wir ein bisschen Zeit haben, tatsächlich ein paar Sekunden. Das hat jetzt gerade eben noch geklappt. Aber wir wissen ja, wie der Wurm scannt. Das heißt, ich hoffe, dass das jetzt gleich klappt. 200 Millisekunden, da ist sie aus. 200 Millisekunden pro IP-Adresse. Ich glaube, wir haben sie in Abständen von 50 IP-Adressen gespaced. Da läuft sie wieder. Das heißt, jetzt sollten alle vier infiziert sein. Das heißt, ich stöpsel den wieder dran, du stöpselst deinen Laptop wieder dran. Und nach kurzer Zeit sollten sich alle vier PLCs mit unserem Command-and-Control-Server verbinden. Da kommt die erste. Da ist die zweite. Die anderen waren vielleicht schon da, wir gucken mal. Da haben wir halt vier, genau. Wir sehen jetzt vier Stück. Und jetzt haben wir eine komplette Verbindung zum Command-and-Control-Server im Hintergrund, während das Lauflicht noch läuft. Du kannst mal ein Lauflicht anhalten auf einer. Vielleicht. Oder erstmal alle. Mach mal alle aus. Das ist 0 oder 1? Ich weiß es nicht. Probier's aus. So, hier stehen. Mach mal das Licht aus. Mach mal dunkel. Mach mal irgendein Licht wieder an oder sowas. Oder alle wieder an. Ja, genau. Ja, kann man jetzt als Taschenlampe benutzen. Was können wir noch? Kannst eine wieder vielleicht anstellen, genau. Also wir können auch eine auswählen. Also der Command Control Server kann schon ein bisschen was. Ja, vertippt. Da ist fehlt ein M. Ja, das ist die Aufregung, wenn man hier vorne steht. Die eine oben läuft wieder hier, ne? Die da. Das heißt, die ist wieder am Arbeiten. Dass wir die jetzt nicht hören, dass die eine, die glaube ich digitale eine Ausgänge hat, die anderen haben Relais. Also, deshalb hat das eben so einen Lärm gemacht. Ne? Also wir haben hier drei verschiedene Modelle tatsächlich. Ich glaube sogar zwei verschiedene Firmware-Stände. Alles Firmware 1 bis 3 von diesen Siemens befunderter Systemen. Zur Firmware 4 werden wir gleich noch ein Wort sagen. Können wir noch was zeigen? Hast du noch was im Petto? Ein Proxy, genau. Ich weiß nicht, wer von euch letztes Jahr auf der Black Hat den Vortrag gesehen hat, oder was dieses Jahr, ich weiß gar nicht. Da haben ein paar Sicherheitsforscher gezeigt, dass sie auf den etwas älteren Systemen ein Proxy implementiert haben, ein SOX-Proxy, das haben wir hier natürlich auch, weil wenn das andere können, können wir das auch. Und wir können dann dadurch scannen zum Beispiel, also auch einen Nmap-Scan zum Beispiel laufen lassen. Wir sehen, dass die Ports dort gescannt werden. Das macht jetzt die PLC den Scan. Ne? Auf der PLC läuft ein SOX-Proxy und der führt den Netzwerkscan durch. Da die PLC uns sicher zu uns zurück verbunden hat, würde es auch durch eine NAT-Firewall funktionieren. Das heißt, wir könnten dann das Netz dahinter, hinter dieser Firewall, dann eben dementsprechend über diesen Proxy scannen. Auch das ist realisiert. Das Besondere, also vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob es eben klar geworden ist, also das Protokoll, was hier verwendet worden ist von Siemens, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt eben weder dokumentiert, noch gibt es da irgendwie eine Open-Source-Lösung oder sonst irgendwie eine uns bekannte Softwarelösung, mit der man diese Funktionen eben abbilden kann. Also das hat Mike in erster Linie eben komplett wirklich in Sisyphus-Arbeit versucht, aus den Paketen rauszuholen. Ne? Was welches Byte und welches Bit in dem Paket tatsächlich bedeutet. Und gerade diese Zahlen, die er eben erwähnt hat, mit dem es folgt noch ein weiteres Byte und die Zahl selbst ist dann nur 7 Bit lang, hat eine relativ lange gedauert, bis wir das begriffen haben. So, jetzt willst du noch ausschalten.
Jetzt sind sie wirklich aus. Also jetzt sind sie so aus, dass Strom an, Strom aus nicht reicht. Ich mach's mal. Also wir haben hier eine Steckerleiste. Ich mache den Strom aus. Das dauert jetzt einen Moment, weil die ein bisschen Pufferspeicher haben. Jetzt sind sie aus. Und jetzt gleich werden wir sehen, dass hier einfach nur die weiter ausgeschaltet sind. Das heißt, die gehen nicht von sich aus wieder. Also ein Elektriker reicht nicht aus. Ne? Es reicht nicht, jetzt die Sicherung zu ziehen. Und, das ist jetzt mal ein Feature. Das ist jetzt kein Bug. Ne? Das ist keine Sicherheitslücke, keine Schwachstelle. Nebenbei, wir haben hier überhaupt keine Schwachstelle ausgenutzt. Das ist alles by Design. Das Protokoll gibt uns diese Möglichkeiten. Das Protokoll bietet in der Default-Einstellung nicht die Möglichkeit, oder bietet in der Default-Einstellung keinen Schutz. Das heißt, man kann einen Schutz implementieren, dazu kommen wir gleich noch, aber in der Default-Einstellung nicht. Das heißt, was hier passieren muss, es muss entweder jemand mit dem TIA-Portal kommen, also mit einem Programmier-PC, mit einem PG, wie es von Siemens jetzt genannt wird, oder eben, wenn die Systeme einen Web-Server aktiv haben, kann man auch im Web-Server das dann wieder einschalten und wieder aktivieren. Genau. Ich glaube, das reicht zu dem, oder? Ja, genau. Kommen wir wieder zurück zu den Folien. Jetzt natürlich interessant noch zu sehen, wie hat der Virus oder der Wurm eigentlich die PLC beeinflusst. Wir haben gesehen, das Programm hat ungefähr 10 Sekunden angehalten. Das ist einfach, weil wir einen neuen Main-Block sozusagen runterladen. Dann müssen wir das Programm dafür stoppen. Das erzeugt auch einen Log-Eintrag. Naja, je nachdem, was diese Maschine steuert, ist das natürlich schon sehr auffällig. Also wenn ich einen Motor einfach mal für 10 Sekunden anhalte, können dann natürlich schon viele Alarmglocken losgehen. Aber vielleicht bei einer Schiene, also bei Weichen oder so, wenn in den 10 Sekunden kein Zug kommt, dann würde man das wahrscheinlich nicht merken. Man kann das aber auch noch ein bisschen verbessern, wenn man einfach nicht also einen neuen Mainblock runterlädt, sondern einfach einen existierenden erweitert. Das ist auch ein Feature von der Siemens PLC, dass man also existierende Programme zur Laufzeit verändern kann, ohne dass die angehalten wird. Da muss man natürlich dann sowas wie implementieren in dem Virus, wie lad mal das Programm herunter, lad es mal wieder hoch, verändere es dabei auch noch. Das macht den Wurm einfach komplizierter, ist jetzt deswegen hier nicht implementiert. Ist aber technisch möglich. Wir brauchen natürlich auch ein bisschen Speicher, 38 KB RAM ungefähr. Dann haben wir noch 220 KB persistenten Speicher gebraucht. Das ist bei dem ersten, kleinsten Modell schon relativ viel mit 77%. Kommt aber natürlich auch daher, dass wir also so einen Command-and-Control-Server jetzt ziemlich viele Features haben. Wenn ich genau weiß, was ich vielleicht für eine Schadfunktion habe, kann ich das nochmal erheblich reduzieren. Auswirkungen auf die Zykluszeit, die müssen wir natürlich beachten, sonst wird sofort ein Fehler generiert. Wir brauchen hier nur 7 Millisekunden und das entspricht dann auch dem, was wir erwarten würden, weil die ganzen Funktionen lesen, schreiben, alle asynchron waren, wie ich eben erklärt habe, und wir so gut wie keine Zykluszeit deswegen brauchen. Dann noch, wie kriegt man den Wurm wieder weg? Es gibt eine Möglichkeit, Factory Reset zu machen. Danach wird einfach das gesamte Benutzerprogramm gelöscht, auch der Virus. Oder man überschreibt einfach den Wurm-OB, dann ist der Virus auch weg. Dann haben wir noch eine Sache, das TIA-Portal sieht den Virus. Ja, wie sieht sowas aus? Wir sehen also hier rechts einfach mal verschiedene Blöcke. Das ist ein Originalprogramm, was auf dem PLC heruntergeladen wurde von irgendeinem Ingenieur. Und er kann jetzt damit hingehen und sagen, sag mir doch mal bitte, was ist gerade jetzt auf der PLC drauf? Dann hier rechts alles grün, das heißt, das ist das Gleiche, was du irgendwann mal da drauf getan hast, alles ist up to date. Und hier unten sehen wir jetzt schon, dass irgendwie der Kreis verändert sich, da ist was Neues dazugekommen. Also das heißt, wir können hier versuchen, mit dem, was ich eben erzählt habe, das zu verstecken. Eine andere Möglichkeit wäre aber einfach, wenn man ein bisschen an diesen Attributblöcken rumspielt, wenn man da ein paar komische Werte eingibt, dann stürzt das TIA-Portal ab und man hat keine... Und der Ingenieur hat dann keine wirkliche Möglichkeit mehr nachzuvollziehen, was auf dem Gerät eigentlich passiert. Schutz. Okay. Wie schützt man sich vor dem Ganzen? Das ist natürlich jetzt eine große Frage. Und
Es gibt halt verschiedene Möglichkeiten für den Schutz, wie man sowas realisieren kann. Zum einen natürlich die Geräte nicht mit dem Netzwerk verbinden. Also Internet of Things mit den alten Industriesteuerungen ist eine schlechte Idee. Auch Industrie 4.0 mit den alten Industriesteuerungen, das zähle ich jetzt schon zu alt, obwohl sie nur 2 Jahre alt sind, ist eine schlechte Idee. Das ist einfach per se so. Also wir haben neben diesem Wurm, den wir jetzt vorgestellt haben, haben wir auch bei verschiedensten Herstellern tatsächlich echte Schwachstellen in den Systemen gefunden, die uns tatsächlich erlaubt haben, die Systeme tatsächlich zum Absturz zu bringen oder sonstige Sachen damit zu machen. Das ist nicht einfach nur Siemens. Das ist einfach sämtliche Hersteller durch die Bank und vor allen Dingen dort die älteren Systeme. Und die Art und Weise, wie einige Hersteller damit umgehen, ist teilweise wirklich erschreckend. Also mit Siemens zum Beispiel haben wir einen sehr, sehr guten Kontakt. Wir melden dort die Schwachstellen hin und sie reagieren dort relativ schnell darauf, versuchen die Sachen auch wirklich zu fixen und zu patchen und sehen auch die Probleme, sind auch besser geworden in den aktuellen Modellen. Aber wir haben zum Beispiel einen anderen Hersteller, Mitsubishi, da war es erstmal ein halbes Jahr Arbeit, einen Kontakt zum Hersteller herzustellen. Dann haben wir es irgendwann über das ICS-Cert in den USA gemacht. Dann kriegten wir hatten alles hingeschickt, die komplette Beschreibung und so einen Curl-Aufruf, wie man den Angriff durchführen konnte. Dafür reichte ein Curl-Aufruf. Und dann kriegten wir als Antwort nur zurück, wir sollten doch bitte einmal genau beschreiben, mit welchem Werkzeug und mit welcher Software wir das gemacht hätten. Und ich habe dann zurückgeschrieben, wieso, der Curl-Aufruf steht doch da. Liest doch einfach mal unser Advisory. Dann dauerte es nochmal 4 Monate, bis dann die Information kam, ja, wir patchen es und nein, es gibt kein Update für die alten Systeme, es wird nur in den neuen Systemen, die wir ab jetzt verkaufen, gepatcht sein. Das heißt, auch das sind Industriesteuerungen, so ähnlich wie diese mit eingebauter Ethernet-Schnittstelle, die möglicherweise irgendwas in Hausautomation steuern, Klimaanlage steuern, eine Zentrifuge oder sonst irgendetwas steuern und die da problematisch sind. Verschiedene Hersteller versuchen, ihre Systeme so ein bisschen abzusichern und bei diesen Geräten hier, bei dieser Firmware-Version, gibt es die Möglichkeit, eine Access Protection einzuschalten. Die Access Protection ist per Default aus. Wenn ich sie einschalte, ich kann sie in 2 Varianten einschalten, ich kann sie als No-Write einschalten oder als Read-Write-Protection einschalten, dann schützt sie vor dem Wurm, weil ich eben dann nicht mehr in der Lage bin, das Programm auf der PLC auszutauschen. Ich bin also nicht mehr in der Lage, wenn ich also allein nur die Write Protection anschalte, bin ich nicht mehr in der Lage, ein Programm auf die PLC drauf zu transferieren. Ich kann das Programm zwar noch auslesen, ich bin auch in der Lage, von außen die Ein- und Ausgänge beliebig zu manipulieren, aber ich kann eben nicht ein Programm mit drauf spielen. Was sollte man also tun, um das Ganze auf Dauer sicherer zu machen? Sowas sollte natürlich per Default eingeschaltet sein. Die Anwender sollten darauf hingewiesen werden. Es muss natürlich mehr Awareness geben bei den Anwendern, die diese Geräte implementieren, dass sie wissen, dass solche Sachen möglich sind, dass sie im Grunde dort einen echten PC haben. Denn das ist das, was wir da haben. Wir haben einen echten PC mit allen Problemen, die dazugehören, die wir in der PC-Welt seit 20 Jahren, 25, 30 Jahren versuchen zu bekämpfen. Natürlich kann man auch ein bisschen mit Firewalls machen, also gerade was den Command-Control-Server betrifft, der PLC öffnet ja die Verbindung, der darf halt keine Verbindung zum Internet aufbauen. Dann haben wir uns überlegt, wie sieht das bei anderen Herstellern aus? Gibt es die Möglichkeit, dass andere Hersteller genauso betroffen sind? Das ist ja jetzt wahrscheinlich kein Siemens-spezifisches Problem. Es gibt auch andere Hersteller, die solche Geräte bauen. Was brauchen wir für den Wurm? Wir brauchen eine Ethernet-Verbindung, klar. Wir müssen die Möglichkeit haben, dass das Programm, das Anwenderprogramm per TCP aufgespielt wird und wir brauchen in der Programmiersprache der PLC programmierbare TCP-Funktionen. Das sind so ein paar führende Hersteller, Siemens, Mitsubishi, Schneider, Rockwell. Das sind die jetzt noch grau sind die, die eben tatsächlich eine Ethernet-Schnittstelle von sich aus mitbringen in ihren Modellen oder die eine Ethernet-Schnittstelle anbieten als Zusatzmodul. Und die dann auch TCP-Funktionen in ihrer PLC-Sprache haben. Da fällt eigentlich nur diese Modicon Easy raus. Das ist sowas wie eine Siemens-Logo wahrscheinlich, sowas ganz Kleines. Und das sind die, die dann eben auch tatsächlich TCP-Funktionen in ihrer Programmiersprache drin haben. Also bei den anderen war es so, dass das Programm per TCP aufgespielt wurde. Und die bieten jetzt auch tatsächlich TCP-IP-Funktionen in ihrer Programmiersprache. Das heißt, grundsätzlich wäre es bei all diesen Varianten möglich, so etwas wie ein Wurm zu implementieren, also dass die PLC angreift, weil die PLC eben über diese Funktionen verfügt. Ob dem so ist,
wissen wir nicht. Was wir aktuell wissen ist, dass es auf der S7 300 und 400 wahrscheinlich relativ einfach möglich wäre, weil diese Protokolle relativ gut bekannt sind und relativ gut verstanden sind. Wenn die Access Protection, die haben auch die Access Protection, nicht verfügbar ist. Was wir wissen ist, dass es auf der 1500er und auf der 1200er V4 momentan nicht so funktioniert. Die Protokolle haben sich geändert, die sehen anders aus. Das große Problem ist jetzt, dass man nicht einfach, also wenn man dann hingehen würde und sagen würde, ich habe ja hier 1200er, ich spiele mal die Firmware-Version 4 auf, dann geht das nicht. Das ist Hardware-Version 3, da kann ich nur bis Firmware-Version 3 auch drauf spielen. Das heißt, ich muss neue kaufen. Ist jetzt ein Geschäftsmodell vielleicht auch dieser Hersteller, weiß ich nicht. Aber es muss einem klar sein, dass man unter Umständen kein Firmware-Update machen kann auf eine entsprechende neuere Version, wenn man nicht auch die entsprechend neue Hardware dazu kauft. Das also dazu. Das heißt, das, was wir in Zukunft tun werden, ist uns vielleicht noch ein paar andere Hersteller anschauen. Wir haben ein, zwei Geräte von Mitsubishi und wir haben auch ein, zwei Geräte von Schneider Electric da rumstehen. Und was sehr interessant wäre, wir haben uns ja nur Ethernet angeschaut. Diejenigen unter Ihnen, die wirklich solche Sachen betreiben, wissen, dass die SPS intern sehr viel über Feldbus auch kommunizieren. Und dann habe ich häufig irgendwie nur eine etwas stärkere, die den Kommunikation nach außen als Gateway fungiert, zwischen dem Feldbus-System und dem Ethernet. Und dann wäre es doch ganz geckig, wenn ich das Gateway infizieren könnte, irgendwie mit einer Software, die wir geschrieben hätten, und die Infektion sich dann via Feldbus ausbreiten würde. Keine Ahnung, ob das geht. Weiß ich nicht. Das sind so Sachen, mit denen wir uns weiterhin beschäftigen werden, die wir uns anschauen werden. Und damit bin ich eigentlich durch und wir wären offen für Fragen und vielleicht auch Antworten. Vielen Dank erstmal für den hervorragenden Talk und die Demo-Götter waren mit euch. Falls ihr Fragen habt, bitte stellt euch hinter die vier Saalmikros, die wir hier haben. Haben wir derweil eine Frage aus dem Internet? Ja, der Signal Angel bitte. Ja, wir haben eine ganze Menge an Fragen. Viele sind bezogen auf diese Protection-Ding. Also kann man die auch über das Protokoll ein- und ausschalten? Also kann ich den ganzen Kram auch über den Wurm steuern, also von dem Gerät selber? Und haben die alle Hersteller, die das erstmal per Default deaktiviert? Ja, also die Hersteller haben, ob das bei allen so ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das bei Siemens so, dass das in der Standardeinstellung nicht aktiviert ist. Und ja, ich kann das über das Protokoll dann auch wieder deaktivieren, diese Funktion, aber ich brauche natürlich das Passwort und dann kann ich auch direkt das Passwort verwenden. Genau, das Ganze ist Kennwort geschützt und der Programmierer, der Anwender selbst muss ja eine Möglichkeit haben, auch die wieder auszuschalten. Von daher kann über dieses Protokoll auch diese Funktionalität ein- und ausgeschaltet werden, ja. Mikrofon vorne links, bitte. Habt ihr geschaut, ob dieser Absturz exploitable ist? Also ob ihr vom PLC auf den PC des Ingenieurs kommt? Nein, bisher noch nicht. Man kann immer nur eine Sache tun. Haben wir weitere Fragen? Ja, unser Signal Angel. Wie kommt man eigentlich in das Netzwerk der PLCs? Also muss ich konkret irgendwie physikalisch wie da jetzt mein Laptop ranpacken oder gibt es da auch clevere? Also ein Gedanke wäre, ich verkaufe eine neue Maschine. Also ich habe zum Beispiel ein Textilwerk, da stehen mehrere Webstühle drin und ich verkaufe einfach einen weiteren Webstuhl und der Webstuhl kommt mit dem Wurm auf der PLC mit in dieses Unternehmen rein. Das heißt, ich brauche ja gar nicht unbedingt wirklich physikalischen Zugang zu diesem Netzwerk. Ich muss einfach nur dafür sorgen, dass eine infizierte SPS tatsächlich dort in das Unternehmen, in dieses Industrienetzwerk reinkommt. Und das kann eben auch einfach eine Komponente einer Maschine, irgendwie ein Gerät sein, was eben sozusagen vom Hersteller oder während des Transports, kennt man ja, infiziert wird. Mikrofon vorne links. Ich hätte zunächst eine Frage zu den Programmen, die darauf laufen. Gibt es irgendeine SPS, die eine Art von Privilegienisolation zwischen einzelnen Funktionsblöcken hat? Was ja Standardtechnik für richtige Rechner ist. Und ich weiß, dass diese Automatisierungstechnik 20 Jahre hinterher ist. Nee, glaube ich. Also nicht. Wir sind über noch nichts gestolpert, sagen wir so. Ja.
Also wenn man da einmal drauf ist als Programm, dann kann man alles ausführen, was man möchte. Und ja, man braucht ja auch eigentlich gar nicht auf die anderen Blöcke in dem Sinne dann zugreifen. Ich bin ja das Programm, ich werde ausgeführt und mache dann, was ich möchte. Na gut, das wäre vielleicht interessant, um herauszufinden, wie die Anlage aufgebaut ist, die anderen Programme auszulesen, am besten auch noch im Quelltext, das ja schon auch zum Verständnis der Anlage beiträgt. Sowas ist möglich. Also wir sind in der Lage, also Mike hat Software geschrieben, mit der er tatsächlich in der Lage ist, den kompletten Code von so einer PLC zu dumpen, also auszulesen. Das haben wir ja gemacht, um tatsächlich zu verstehen, wie tatsächlich die Protokolle arbeiten, wie die funktionieren. Haben also dann das Verhalten des TIA-Portals nachgestellt, indem wir uns das mit Wireshark angeschaut haben, was das TIA-Portal macht. Also grundsätzlich ist es auch möglich, mit dem Wurm im Grunde die anderen Blöcke auszulesen, auch übers Netzwerk andere PLCs auszulesen, diese Informationen irgendwo hinzuschicken. Vollkommen möglich. Ja, und noch eine kleine Anmerkung zu der Infektion über Feldbusse. So wie ich diese Ecke wahrgenommen habe, das Erste, was man schreibt, ist ein Bootloader für die Feldbusgeräte. Niemand will da mit dem JTAG-Adapter hinlaufen und die updaten. Mikrofon hinten rechts. Wird eine Infektionskontrolle durchgeführt? Also schaut ihr, ob ihr die SPS schon infiziert habt, weil ansonsten booten die ja alle immer wieder neu und das fällt auf, wenn dann, was weiß ich, irgendwelche Förderbänder ausgehen, Waren crashen und die... Ja, genau, also ist eine gute Frage. Ja, machen wir. Ich habe ja gesagt, dass wir also einfach einen weiteren Main-OB-Block herunterladen. Und was der Virus macht, bevor er sich selbst wieder runterlädt, ist, dass er einmal nachfragt, ist dieser Block schon da? Entweder er kriegt eine Fehlermeldung oder es kommt die Antwort, ja, der Block ist da, und dann bricht er einfach die Infektion ab. Deswegen haben wir das auch so gesehen, wenn einmal alle PLCs infiziert waren, ging er dann auch nicht wieder aus, irgendein weiterer PLC oder so. Also ja. Das Ganze ist natürlich auch nur ein Proof of Concept. Ne? Wir werden also wir sind uns nicht ganz sicher, inwieweit wir den Code oder Teil dieses Codes jemals veröffentlichen werden, weil wir uns um die Problematik tatsächlich bewusst sind. Sondern es geht erst in erster Linie darum, das als Proof of Concept zu haben, das zur Sensibilisierung vorführen zu können. Weil ich glaube, das ist tatsächlich das größte Problem. Also wir hier im Raum, wenn wir aus dem PC-Umfeld kommen, uns ist gerade jetzt hier wahrscheinlich bei dieser Veranstaltung sehr klar, wie wichtig es ist, sich um die Sicherheit von Betriebssystemen, von Rechnern und Ähnlichem zu kümmern. In diesem Industrieumfeld, gerade auch bei den Personen, die diese Systeme implementieren, die Errichter der entsprechenden Maschinen, die Programme schreiben, denen ist gar nicht bewusst, was eine Access Protection bedeutet, was die anderen Schutzmechanismen bedeuten, die es noch gibt, was man überhaupt tun darf, tun sollte. Wir waren mal bei einem Hersteller aus dem Automotive-Bereich und wir haben uns mit dem unterhalten über seine Industriestörung und wie er damit umgeht aus dem Aspekt der Sicherheit. Und er meinte nur, ja, natürlich ist das Werkstattnetz oder das Werksnetz, das Fabrikationsnetz getrennt von unserem Büronetz. Wir haben Angst vor dem Fabrikationsnetz. Also der Gedanke dort war, man wollte das Büronetz vor dem Industrienetz trennen, weil man Angst hatte, dass aus dem Industrienetz Schadcode in das Büronetz reinkommt. Auch das kann man verstehen, wenn man weiß, dass dort in diesem Industrienetz häufig extrem viel Fernzugänge existieren. Also jeder Hersteller, der Ihnen eine neue Maschine reinbringt in Ihr Unternehmen, also irgendwie einen Schweißroboter oder einen Webstuhl oder eine Zentrifuge, möchte, damit er den Wartungsvertrag mit Ihnen abschließen kann, in dem Zusammenhang auch gleich einen Fernzugang haben. Das ist normal. Das heißt, Sie wissen gar nicht als Betreiber Ihres Industrienetzes unter Umständen, als kleines mittelständisches Unternehmen, wer sich gerade in Ihrem Industrienetz überhaupt rumtreibt. Welcher der Fernzugänge gerade aktiv genutzt wird, weil das mit dem Stecker rausziehen, wenn kein Fernzugang gebraucht wird, ist ja auch etwas, was man weiß, das nicht passiert oder das nicht wirklich funktioniert. Ich habe einen Bekannten, die haben eine neue Halle bekommen, das LED-Licht an der Decke kann er steuern mit seinem Smartphone. Dafür verbindet sich das Smartphone mit einem Server irgendwo im Internet. Das Deckenlicht verbindet sich mit dem Server irgendwo im Internet. Und darüber wird das dann vermittelt. Ne? Und dann kann er in Mallorca am Strand liegen und das Licht an- und ausschalten. In einer Werkshalle, ne? Mit, ich weiß nicht, die Lichtanlage hat wahrscheinlich irgendwie 50.000, 60.000 Euro gekostet. Das ist dann dort ja, der aktuelle Stand. Sicherheitssensibilität gibt es dort kaum. Und darum muss es gehen. Also es muss darum gehen, tatsächlich in diesem Bereich eine gewisse Sensibilität dafür aufzubauen. Aber ich will nicht noch weitere Fragen, bevor ich hier
mich in Wir haben hier noch eine Frage aus dem IRC und dann noch eine aus dem Saal. Also mehrere Leute wollen wissen, ob man damit sehr irgendwie verteilt rechnen kann oder gar Tor aufbauen kann. Rechnen, für verteiltes Rechnen kann man dann vielleicht billiger Raspberry Pis kaufen oder sowas. Ja, ansonsten ist ein Proxy-Server, kann man implementieren, also man kann darüber dann surfen, wenn man das möchte, ja. Mit den entsprechenden Einschränkungen in der Geschwindigkeit. Dann haben wir noch eine Frage vom Saalmikro links rechts hinten. Ich hatte beim letztens gehört, dass das Honeynet-Projekt jetzt auch Honeynets gebaut hatte, die sich mit Industrieanlagen beschäftigt. Habt ihr euch damit auch mal beschäftigt? Kann man das da reproduzieren auf diesen emulierten? Nein, wir haben es, also das ist, unseres Wissens gibt es von diesen Geräten noch keine so frei verfügbare Emulation. Es gibt Emulatoren dafür, aber wir haben es nicht auf den Emulationen getestet. Noch weitere Fragen? Wir haben hier noch eine aus dem Saal und dann noch eine vom Signal Angel und dann ist die Zeit rum. Nur mal eine Frage zum Ausblick. Gibt es Tendenzen in der Industrie auf Codesignierung irgendwie überzugehen? Codesignierung zu unterstützen? Die haben wir ja nicht mal im PC-Bereich. Also ich hoffe auch, dass das, was wir hier machen, tatsächlich dazu führt. Also wie gesagt, wir haben einen sehr guten Draht eigentlich zu Siemens. Und wenn das jetzt hier ab und zu vielleicht mal ein wenig reißerisch geklungen hat oder ähnliches, also wir wollen Siemens in keiner Weise an Pranger stellen. Siemens tut tatsächlich sehr, sehr viel, um die Sicherheit dieser Anlagen besser zu machen. Ich meine, sie sind vielleicht auch ein gebranntes Kind via Stuxnet etc. Also Codesignatur, bei vielen von diesen Industriestörungen ist es momentan so, dass bei denen, die zumindest draußen sind im Feld, dass die Rechenleistung für so etwas nicht ausreichen würde, um überhaupt die Signatur zu prüfen oder um überhaupt verschlüsselte Verbindungen gescheit aufzubauen. Das heißt, das wird dann wahrscheinlich in den neuen Anlagen kommen, in den nächsten Versionen kommen. Und ja, da passiert eine ganze Menge. Wie gesagt, unser Wurm funktioniert auf den neuesten Systemen momentan nicht. Und wie uns Siemens versichert hat, ist das auch mit Sicherheitsfunktionalitäten verbunden, die sie dort implementiert hätten. Von daher, ja, es passiert was. Es wird besser. Aber das große Problem ist ja auch dort, das Internet of Things kommt jetzt, beziehungsweise die Industrie 4.0 kommt jetzt. Und da draußen sind ja unheimlich viele Industrieanlagen, die noch 20, 30 Jahre alte SPS einsetzen. Das heißt, auch darum muss es gehen, klarzumachen, dass man die nicht einfach so jetzt auf Industrie 4.0 anheben kann. Das funktioniert einfach nicht. Ich kann keine komplett durchgehende Vernetzung haben vom Kunden bis hin zur Industriesteuerung am Ende. Die Gefahr ist viel zu groß, dass dann eben solche Maßnahmen eben dann ergriffen werden können von irgendwelchen Angreifern. Eine letzte kurze Frage von unserem Signal Angel. Genau, die Frage ist, wird dieses Feature aktiv ausgenutzt? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, ob das jemand macht? Uns ist es nicht bekannt. Wir wissen es nicht. Ich hoffe nicht. Vielen Dank für den Vortrag, Mike Brüggemann und Ralf Spellenberg.